Ich habe dem Film eine Gesamtwertung von 77 gegeben. Ich denke, es hat er sich verdient. Gerade im physischen Bereich ist er wirklich hier oben. Weil er für mich auch einer der schnellsten und dynamischsten Spieler ist, habe ich ihm hier eine 91 gegeben, weil er für mich wirklich ein brutaler Sprinter ist. Ja, natürlich ist das Defensive ein bisschen das Problem bei ihm und da wird er auch noch viel arbeiten müssen. Und ich glaube, bei den Offensivwerten kann er da viel rausholen dieses Jahr. Ja, es ist so, ich würde ihm insgesamt eine Silberkarte geben mit einer 69. Ich denke, das ist verdient. Physisch fleißig ist er, aber ich glaube, ja, an der Klimmzugstange reicht es noch nicht ganz für meine Anzahl. Mein Spielewert bei FIFA 18 sollte sein 75 plus, weil ich es mir verdient habe. 75. 65. Über 70.